Heute wurde hier ja über Bioanbau und über konventionellen Anbau gesprochen, ist, ob Bio auch ökologisch ist, ob Bio nachhaltig ist. Das ist ein sehr komplexes Thema. Wir können nach heutigem Stand der Dinge sagen, dass sowohl der konventionelle Anbau wie auch der Bioanbau beide ihre großen Vor- und Nachteile haben. Bei dem Bioanbau wäre nochmal zu untersuchen, ob wir mit den Nährstoffbilanzen zurechtkommen, da wir eine zunehmend ja verstädterte Bevölkerung haben und wir deshalb immer mehr organische Masse eigentlich zuführen müssen, die ins Klärwerk landet und nicht dem Boden wieder zugeführt wird. Die Frage der Nachhaltigkeit, die heute hier behandelt ist, wird sich auch immer wieder in einem anderen Licht darstellen, immer nämlich nach dem, was notwendig ist und was zu dem Zeitpunkt dringend erforderlich ist. Insofern ist das kein feststehender Begriff, sondern ein Begriff, der immer wieder neu entschieden werden muss.